Okay, weil jetzt eigentlich nach Ihrem Anruf hat das kleine Kind geweint, ja? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch mal wieder einige Schnipsel mitgebracht von Telefonaten, die nicht so lange gingen, die aber trotzdem zu schade sind, um sie wegzuschmeißen. Und auch trotzdem bleibt das Ganze ja ein bisschen informativ. Ich habe heute sogar ein Telefonat dabei, wo der Betrüger, ja, seine Klingel auf Anweisungen benutzt. Also ich frage, ob er sein Glöckchen da mal mit mir benutzen kann, was man ja immer im Hintergrund hört. Und mehr oder weniger hat er tatsächlich auch das Ganze gestanden, warum man im Hintergrund immer klatscht. Hallo, spreche ich mit Herrn Gerolstein, ja? Bitte? Ja. Herr Stein, mein Name ist Nina Oppenfels. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse auf den Finanzmarkt. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Von welcher Webseite rufen Sie denn an? Bei Ihnen kriege ich das so in der Leitung. Was machen Sie denn da? Verarbeiten, Herr Stahl. Ja, also ich habe das Ganze natürlich nochmal gegengecheckt. Das Quietschen kam nicht aus meiner Leitung. Das heißt, ich habe meine Rufnummer selbst angerufen und das Ganze mal probiert. Ich habe hier keine Rückkopplung. Das Ganze ist mir bei diesem Callcenter auch tatsächlich das ein oder andere öftere Mal aufgefallen. Ja, dass bei denen mit den Telefonleitungen irgendwas überhaupt nicht stimmt und man sich tatsächlich selbst hört. Aber naja gut, das Ganze legt sich ja natürlich auch wieder und quietscht nicht die ganze Zeit. Und in den nächsten Schnipseln ist es dann auch nicht mehr. Bitcoin Pro ist unsere informative Seite, ja? Sie haben das im Internet gesehen, ja? Und dort haben Sie Ihre Daten eingegeben. Und die Plattform, was Sie für Handel anfangen brauchen, ist elixsolutions.co. Sie waren auch online auf unserer Plattform, ja? Ja, können Sie mir die Seite mal buchstabieren, dann kann ich die hier mal eingeben. Sie sind jetzt am Computer, oder? Ich bin am Computer, ja. Dann schreiben Sie bitte, also zuerst öffnen Sie bitte frische Seite. Dann ganz oben auf Website-Link schreiben Sie bitte E wie Emil. Ja. Ja. L wie Ludwig. Ja. Ja. I wie Ida. Ja. Ja. T wie Theodor. Ja. Ja. S wie Siegfried. Ja. Ja. O wie Otto. Ja. Ja. L wie Ludwig. Ja. Ja. U wie Ulrich. Ja. Ja. Was haben Sie geschrieben? Sagen Sie mir bitte. Na, E-L-I-T-S-O-L-U. Genau, dann T wie Theodor. Ja. Ja. I wie Ida. Ja. Ja. O wie Otto. Ja. Ja. N wie Norfolk. Ja. Ja. S wie Siegfried. Ja. Ja. Punkt. Hm. C wie Cäsar. Hm. O wie Otto. Hm. Dann drücken Sie bitte auf Enter, dann wechseln Sie auf Ihre Bildschirm. So, jetzt habe ich hier so eine weiße Seite mit goldenem Zeiger und so. Aber was quietscht denn da bei Ihnen so an der Telefonleitung? Das ist ja furchtbar. Telefonieren Sie auf Lautsprecher? Ich denke, Sie telefonieren derzeit mit Lautsprecher, Herr Stein, weil... Nein, dann würde das ja nicht so quietschen. Ja, aber machen Sie mal den Lautsprecher da bei sich aus. Ich telefoniere nicht mit Lautsprecher. Naja doch, sonst würde ja kein Quietschen in der Leitung sein. Ach, Herr Stein, schaut, also bin ich ganz sicher, ehrlich zu sagen, dass Sie selbst haben Sie jetzt Lautsprecher, ja? Das ist die erste. Zweite, Herr Stein, mein Job ist Ihnen helfen und alles erklären, ja, wie das alles läuft und funktioniert bei uns, ja? Wenn Sie Interesse haben und wenn Sie brauchen Infos, ja, bin ich ganz sicher, Sie können 15 Minuten Zeit also telefonieren, ja? Verbindung ist nicht so schlecht, ich denke, davor. Na, wie gesagt, das quietscht ja bei Ihnen in der Leitung. Also Sie können nichts hören, oder? Ja, ich kann schon hören, aber es quietscht ja, wenn ich rede. Ja, kann ich leider nicht ändern, in diesem Fall. Mhm. Klingt ja extrem seriös. Sie sind doch sehr, sehr seriös, ich denke. Naja, aber Sie ja, nicht mit der quietschenden Leitung. Herr Stein, wir sind sehr viele hier, ja? Ja, das spielt ja keine Rolle, ob da viele sind, aber Sie können ja mal das Quietschen irgendwie abschalten. Weiß ich nicht. Regeln Sie da mal Ihre Technik. Herr Stein? Ja, ich höre Sie schon.
Aber es wäre schön, wenn Sie da mal Ihre Technik irgendwie organisieren könnten, dass das nicht quietscht in der Leitung. Ich weiß, nicht so gut, ja? Aber ich hoffe, dass Sie können verstehen, ja, was ich sage. Ja, natürlich kann ich verstehen, was Sie sagen, aber wenn die Qualität des Telefongesprächs nicht angenehm ist, dann zahle ich doch da kein Geld ein. Ich höre auch von Ihrer Seite sehr, sehr schlecht. Verstehen Sie mich? Vielleicht gibt es irgendeine Probleme bei Ihnen. Ja, genau. Oder? Jetzt ist der Kunde schuld. Ich glaube, Sie haben ja wohl einen kompletten Dachschaden. Aha. Herr Stein, machen wir es so, ja? Wenn Sie Interesse haben, dann kann ich alles erklären. Wenn nicht, dann möchte ich natürlich auch mein Zeit nicht verloren, ja? Geht's Ihnen eigentlich noch gut? Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Genau. Haben Sie Interesse? Tja, und dann ist das Telefongespräch halt einfach abgebrochen. Tja, unfassbar seriös. Und vor allem sehr seriös, das Ganze immer auf den Kunden zu schieben und nicht an eigener Stelle zu suchen. Wie gesagt, ich habe meine Leitung gecheckt. Wenn ich mich selbst anrufe oder jemand anderes aus meinem Bekanntenkreis auf dieser Rufnummer anruft, haben wir dort kein Echo. Ich höre mich nicht selbst und es ist tatsächlich auch nur bei dieser Firma so. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch auf Lautsprecher daneben steht und sie vielleicht ihr Headset benutzt, aber kann ja trotzdem noch nebenbei auf Lautsprecher sein, dass noch jemand mithören kann und dadurch eine Rückkopplung entsteht. Das kann ich euch natürlich jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall furchtbar mit diesem Callcenter. Naja, aber dieses Callcenter habe ich auch tatsächlich diese Woche öfters am Telefon. Hallo, spreche ich jetzt mit Gerald Steiner? Also, mein Name ist Helga Katz und ich bin Account Managerin bei Invigo Capitals. Wie geht es Ihnen? Ja, geht so. Und selbst? Also, danke, auch gut. Ich rufe bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns an. Sie haben sich registriert bei Bitcoin System, um online zu handeln, richtig? Kann sein, ja. Auf welcher Seite denn? In Digo Capital. Also, als Ihre Account Managerin möchte ich Ihnen selbst einige Fragen stellen, um Sie besser kennenzulernen und Ihre Bedürfnisse und Ziele zu verstehen. Also, sagen Sie, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handeln? Mit Handeln, ja. Also, und haben Sie mit Aktien oder mit Kryptowährungen gehandelt? Nee, sowas noch nicht. Also, und mit welchen Indizes haben Sie gehandelt? Womit? Na, hier auf eBay Kleinanzeigen, da habe ich öfters gehandelt. Mit Währungen, ja? Oder also, eBay Aktien, ja? Nee, auf eBay Kleinanzeigen. Oder, so, womit haben Sie gehandelt? Na, wenn ich da was online gestellt habe, dann fragen ja die Leute meistens, ob man den Preis günstiger machen kann. Und da sage ich dann meistens nee. Also, ich meine, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handeln an dem Finanzmarkt? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ist ja Finanzmarkt und Handeln. So, womit haben Sie gehandelt? Ja, was man halt so rumliegen hat, mal ein alter Fernseher oder eine alte Playstation. So, mit Aktien, ja? Nö. Mit Währungen? Ja, man handelt ja den Preis runter, also ist ja dann schon eine Währung, ja. Ach so, ja, verstehe. Und sagen Sie, wie alt sind Sie? Ich bin 29. 21, nee, also. 29, 29. 29, verstehe. Und was machen Sie beruflich? Beruflich? Wollen Sie ja. Das wirklich wissen? Das ist einfach für Ihr Portfolio. Also, das ist einfach eine kurze Frage. Ach so, ich drehe Sexvideos. Nochmal? Ich drehe Sexvideos. Ach so, verstehe. Also, ich muss einfach überprüfen, dass Sie sind kein Journalist, kein Polizist, kein Politiker. Sind Sie einer? Nee, wie gesagt, also ich glaube, als Politiker, wenn man Sexvideos dreht, kommt nicht so gut, glaube ich. Ich meine, gut, also, bei unserer heutigen Politik Videos, weiß ja? man ja auch nicht. Was? Sie verkaufen diese Videos, ja? Ja, genau. Also, verstehe. Und sind Sie verheiratet oder haben Sie Kinder? Ich bin verheiratet und habe keine Kinder. Also, und sind Sie in Deutschland geboren? Ja, und Sie? Nein. Okay. Und sagen Sie, haben Sie Schulden bei der Bank? Welche brauchen Sie bedecken? Nee, Schulden habe ich nicht. Keine Schulden. Sie haben kein Schufa oder haben Sie positive? Was habe ich für ein Ding? Ich meine, haben Sie Schufa oder haben Sie kein Schufa oder vielleicht positiv? Na, gerade haben Sie mich doch gefragt, ob ich Schulden habe. Und wenn ich Nein sage, dann hat es doch die Frage gleich mitbeantwortet.
Okay, Sie haben keinen Schufa, verstehe ich richtig? Ja, denke schon, ja. Also, sagen Sie, verstehe ich richtig, Sie sind nicht insolvent, ja? Das haben Sie mich doch gerade jetzt zweimal schon gefragt, ob ich Schulden habe, ob ich in der Schufa bin. Das ist doch alles die gleiche Frage, nur ein anderer Wortlaut. Okay, verstehe. Und sagen Sie, welche Ziele haben Sie? Ich meine, warum haben Sie sich bei uns registriert? Wollen Sie selbst alles ausprobieren? Oder haben Sie schon eine konkrete Ziele? Na, die Idee war, ich hatte da Bock, mal so eine Million zu machen, dann kann ich mich auf Malle absetzen. Dann kann ich mir den ganzen Quatsch hier sparen. Denn ich meine, dann ja, muss ich dafür nicht arbeiten, dass ich Tittenvideos machen kann. Ach so, verstehe. So, jetzt erkläre ich Ihnen, was unser System ist. Mhm. Unser System ist vollautomatisch und mit Hilfe von technischer und fundamentaler Analyse findet es die beste Zeit, um Positionen zu öffnen und schließen. So, um ganz einfach zu erklären, unser System kauft, wenn das Wert ist billig, und verkauft, wenn das Wert ist hoch. So, das bedeutet, Sie können... Junge Lady, machen Sie mal nicht so schnell. Menschen haben immerhin das Recht auf Hochdeutsch korrekt verarscht zu werden. Ich kann langsam sprechen, ja. Also, soll ich von Anfang alles erklären? Oder? Ja, noch mal ganz langsam, genau, weil die goldene Regel ist ja, wer das Gold hat, bestimmt die Regel. Ja, genau. Also, unser System kauft, wenn das Wert ist billig, und verkauft, wenn das Wert ist hoch. So, das bedeutet, Sie können von Unterschied im Preis Geld verdienen. Mhm. Und natürlich, Sie werden Hilfe von Ihrem persönlichen Manager bekommen. Er wird Ihnen mit Einstellungen vom System helfen und alles auf unserem Pfad schon zeigen. Ja. So, das bedeutet, Sie werden nicht allein sein, haben Sie keine Angst? War das eine Frage? Nee. Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen Zocken und Investieren? Was meinen Sie nochmal? Ob Sie den Unterschied kennen zwischen Zocken und Investieren? Bei unserer Firma gibt es so viele Möglichkeiten, mit welchen können Sie handeln. Aber sagen Sie nochmal, Sie sind kein Journalist, ja? Oder? Nee, warum? Also. Tja, wieder typisch. Fragen beantworten kann sie nicht. Tja, vor allem verstehe ich auch nicht schon den Gesprächseinstieg. Sie fragt mich, wie es mir geht. Ich sage so, naja, geht so. Und frage ja und selbst. Und sie antwortet dann tatsächlich mit gut, also auch gut. Wie kann das sein? Also die hat erstmal gar nicht zugehört und zum Zweiten hat sie es auch gar nicht interessiert. Also ein super Gesprächseinstieg das Ganze. Und vor allem, sie sagt die ganze Zeit, ah ja, sie versteht und versteht dabei aber überhaupt nichts. Auch die Frage nach den Schulden, nach der Schufa und der Insolvenz, das ist ja doch vom Prinzip her alles das Gleiche. Ich meine, wenn ich einmal Nein sage, sage ich da immer Nein, ist doch logisch. Wenn, dann trifft ja irgendwas davon zu, richtig. Aber wenn ich Schulden habe, dann habe ich auch was mit der Schufa zu tun oder bin auch insolvent. Also mit der Frage, ob ich Schulden habe, wäre das ganze Thema schon erledigt gewesen. Tja, aber so steht es halt scheinbar nicht irgendwie im Skript. Andersrum hätte es vielleicht schon Sinn gemacht. Ne? Also erstmal zu fragen, ob Sie Schulden haben, dann könnte man sagen, ja. Und sind Sie denn insolvent, dann könnte man da ja oder nein sagen. Und dann macht auch noch die Frage von der Schufa Sinn. Also in einer ganz anderen Reihenfolge, aber so ja nun nicht. Schon gar nicht, wenn ich es schon alles vernähnt habe. Aber naja, und dann zum Schluss die Frage nach dem Journalisten. Ich denke mal, das hat auch wieder was damit zu tun, dass die nette Dame einfach nur mit Fragen nicht umgehen konnte und dachte, naja, Journalisten fragen halt sehr viel. Ich weiß es nicht, aber wir machen weiter. Genau, Schleimalex ist mein Name. Meiner Gerold, der Superstar, vorne Superstar. Ich kann Sie kaum verstehen, nuscheln ganz doll. So, ist es jetzt ein bisschen besser? Jetzt ist es besser, ja. Okay, und zwar, Herr Steiner, es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich damals noch bei den Wahlen vor Zivil in Bitcoin registriert. Sie haben auch mit der Mitarbeiterin gesprochen, die Frau Ella Jacobs. Kennen Sie die Frau Jacobs doch zuordnen? Nee, eigentlich nicht. Okay, weil jetzt eigentlich nach Ihrem Anruf hat das kleine Kind geweint, ja? Nach diesem Anruf. Weil sie waren ziemlich unseriös bei der Frau Jacobs. Sie hat gerade die Finanzabteilung, die ist gerade jetzt im Spital gelandet, wegen den Tränen, weil die hat auch einen Herzinfarkt bekommen. Und zwar, sie bekommen das einmal per Post, einmal schriftlich und einmal per Fax. Und zwar, sie würden sich bei, der Rechtsanwalt heiße Dominik Schneider.
für die Aktivierung. Und zwar, weil diese Frau in Koma ist und sie können sich ja private Kontoberaterin aktivieren, weil die jetzt im Krankenhaus ist, mhm. ist krank geworden. Und zwar will ich fragen, wie die wegen der Kontoaktivierung. Würden Sie diesen Handelsaccount aktivieren mit der E-Mail-Adresse gerold.steiner@mdccfun.de? Glaubt Ihnen irgendjemand den Scheiß, den Sie da gerade erzählen? Natürlich, Sie sind der Erste. Ah ja, okay. Genau. Haben Sie das Schriftliche bekommen, mein Lieber? Nö, ich hab nichts von Frau, von euch. Aber von der Frau Ella Jakobs. Von der Ella Jakobs. Kennen Sie die Frau Jakobs? Nö, kenn ich nicht. Die ist im Spital wegen Ihnen. Also die mit dem Fake-Namen, meinen Sie? Die mit dem Fake-Namen? Mhm. Frau Jakobs, haben Sie einen Fake-Namen? Nee, die sagt nein. Ich dachte, die liegt im Krankenhaus. Wie können Sie sie denn fragen? Du kommst mit deiner eigenen Lügengeschichte nicht zurecht. Ich hab das direkt in der Vorwahl, mein Lieber. Ich hab den kleinen Knopf und dann klickt es direkt in das Spital. Ja, liegt so im Bett, so schief und hat sie einen Kopfhörer, weil die hat sehr viele Kunden bei der Börse und die muss immer erreichbar sein. Ja, den einzigsten Knopf, den du da wahrscheinlich haben wirst, ist die Klingel, damit ihr eure Abzocke feiern könnt im Hintergrund und alle klatschen könnt. Meinst du diese Klingel? Hast du gehört? Ja, mach mal ein bisschen lauter, damit die anderen alle klatschen. Okay, soll ich wieder einmal klingeln, dass alle wieder klatschen, haben sie gesagt? Ja. Woher wissen Sie das? Haben Sie das selbst gearbeitet? Wir sind also in der gleichen Geschichte. Ja. Okay. Ja, klingel mal. Ich will die mal klatschen hören. Soll ich klingeln? Ja, klingel mal. Okay. Warte mal, kleinen Moment. Du willst klatschen hören? Okay, hier. Hörst du? Ja, hast du gehört? Gehört, ja. Und das war die Frau Jakobs. Die hat gerade mit einem Kunden 150.000 Euro bitte. Ja, genau. Verstehst du? Und das im Krankenhaus, mein Lieber. Das hat sie doch im Krankenhaus geschafft. Denk dir mal vor, was die Frau Jakobs für dich in der Zukunft machen kann. Die kann deine Zukunft verändern. Ja? Weil guck mal, abgesehen davon, dass du jetzt kein Interesse hast, weil du denkst, dass wir Betrüger sind. Abgesehen davon bist du bestimmt grundsätzlich interessiert, Geld zu verdienen, du Wichser. Das ist richtig. Ja, dafür bin ich auch bei meiner seriösen Hausbank registriert, um Geld zu verdienen mit ETFs. Siehst du, deswegen zahlst du auch bei der Hausbank sehr hohe Kommissionen, wie du das weißt. Nein, weil die Hausbank, die macht es über uns. Eigentlich schon, mein Lieber. Diesen Begriff, sage ich mal, in der Richtung kannst du nicht so gut ausgehen wie ich, weil die Bank macht das über uns, damit die Menschen, die auf der Straße laufen, die Seriosität einfach mit den Augen sehen und denken, ja, ich mache das jetzt bei der Sparkasse, es ist sehr, sehr sicher. Nein. Bei der Sparkasse zahlen sie vierfach die Kommission bei der Auszahlung. Ja, aber letztendlich kriege ich da auch mein Geld raus und nicht so wie bei euch, ihr behaltet ja die Kohle. Aber woher wissen Sie das? Sie haben das noch nicht ausgetestet, nicht ausprobiert, keinen Vergleich gemacht, weil Vergleich macht einen reich. Sie müssen das austesten, sehen, wie das Ganze funktioniert und erst dann zu entscheiden. Du weißt ganz genau, wenn ich euch 250 Euro in den Hals schmeiße, ist es weg. Und wenn ich dann noch ein bisschen Glück habe, dann ruft ihr mich an, dass ich und simuliert mir ein Fake-Konto, wo letztendlich ja so getan wird, als würde ich da Geld verdienen, damit ich immer mehr Geld euch in den Hals schmeiße. Das ist eine schlechte Erfahrung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist eine schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung macht negative Gedanken. Sie sind jetzt ein Mensch mit einer negativen Erfahrung, weil Sie mehrmals auf die Beine gestolpert sind. Aber es ist Zeit, dass Sie aufstehen und weiterlaufen. Sie wissen ja, wie das Leben ist. Ja. Viele können vieles erzählen. Leider Gottes ist es so, nur wenige Menschen können Ihnen das auch beweisen. Schriftlich, schwarz auf weiß, BaFin, SciTech, naja, reguliert. Komisch, dass euch die BaFin nicht kennt. Ja, aber guck mal, du hast mehrere Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, über eine DE-Bank es zu machen. Über DE-Bank, Dora eben. Warum rufen die aber eigentlich über eine Handynummer an, die nicht funktioniert, wenn man sie zurückruft? Tja, damit man euch eben nicht kriegt, ne? Herr Steiner. Möchten Sie diesen Handelsaccount aktivieren, mit einem regulierten Unternehmen arbeiten, auf eine langfristige Zusammenarbeit oder bleiben Sie bei Ihrer schlechten Erfahrung? Weil ich muss weiter. Es ist ja keine schlechte Erfahrung, aber ihr ruft mich ja an und erzählt mir irgendeine komische Geschichte. Ich meine, ja. Weil Sie sich bei mir registriert haben, Herr Steiner, weil Sie haben sich bei mir registriert. Ich habe mich nicht bei Ihnen registriert. Ja, klar habe ich mich bei euch registriert, um letztendlich eure Maschen aufzudecken. Die Frau Ella Jakobs ist aus dem Spital wieder zurück. Sie wird Sie in 4 Minuten nochmal anrufen und dann machen Sie das alles mit der Frau Jakobs-Eller.
Weißt du, ich würde mir eigentlich für dich wünschen, dass du dir einen anständigen Job suchst. Ich meine, du bist ja einer der wenigen, die auch vernünftig Deutsch sprechen können. Und da kannst du doch sicherlich auch irgendwas Vernünftiges machen. Ich spreche Deutsch, aber Herr Steiner, bitte beleidigen Sie meine Arbeit nicht, weil wir sind ein seriöses Unternehmen. Es ist ja keine Beleidigung, es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt. Aber wir arbeiten auch mit Fakten. Ich bin auch ein Mensch mit Fakten. Ja, und deswegen erzählst du mir komische Geschichten am Telefon und glaubst tatsächlich, dass ich bei euch noch Geld einzahle? Guck mal, wenn du jetzt einmal Bautin anrufst in Frankfurt, wenn die Bautin dir sagt, dass wir ein reguliertes Unternehmen sind, was machen sie dann? Ich weiß ja, dass es nicht so ist. Wie weißt du, es ist ja nicht ausprobiert. Ja, natürlich, man kann ja nach der bei der BaFin die Namen eingeben der Banken, die mit der BaFin zusammenarbeiten. Und ihr seid nicht dabei. Hast du das ausgetestet? Na natürlich, das mache ich jedes Mal, bevor ich mich überhaupt bei euch registriere. Um dann ganz einfach die Betrugsmasche. Tja, ich würde sagen, wir haben voll ins Schwarze getroffen. Naja, aber klar, die Ella Jacobs ist wegen den Tränen im Krankenhaus gelandet. Schon klar. Aber Hauptsache, nochmal probieren, ob nicht vielleicht doch noch Geld abzuholen ist. Bescheuert, da geht's wirklich kaum noch. Aber weil, ich verstehe auch wirklich nicht. Also geil ist es, dass er mir das mit der Klingel nochmal bestätigt hat. Also was ein Affe, wirklich. Er hat's ja tatsächlich mehr oder weniger gestanden und gleich danach gefragt, ob ich auch in diesem Beruf arbeite. Naja, also ich weiß nicht, was man da noch großartig zu sagen soll. Auf jeden Fall ist es auch nicht so, wie er gesagt hat, dass man, wenn man über seine Hausbank ein Trading-Konto eröffnet, dass das bei denen dann passiert. Auch absoluter Blödsinn. Ne? Und er meinte auch, dass seine Firma reguliert ist. Ihr könnt euch sicherlich die Antwort dazu denken. Nein, nach meiner Prüfung ist sie nicht. Aber machen wir weiter. Hallo. Was machst? Hallo? Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Andreas, ich muss mich ganz kurz erklären, damit wir das Bankkonto für Sie aktivieren. Ich habe irgendwie nichts verstanden, Sie sind sehr dumpf am Telefon. Also, mein Name ist Andreas Adler und ich rufe Sie an von CPR, damit wir das Handelskonto für Sie aktivieren. Ach so, ja, was dann für ein Handelskonto? Ja. Ein Handelskonto, Herr Passmar. Von eBay jetzt, oder wie? Bitte? Von eBay. Nee, kein eBay. Also Sie haben hier bei uns Interesse gezeigt für Onlinehandel. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Na, Onlinehandel ist ja, wenn ich auf eBay jetzt was verkaufe, dann kriege ich da Geld für. Da handelt man ja dann online. Ja, das ist auch eine Art. Und da können Sie mit zum Beispiel Rohstoffen Kryptowährungen gehen. Ach so, was das meinen Sie? Keine Ahnung. Ja. Ja. Also, wollen Sie das Konto jetzt aktivieren, Herr Passmann, oder? Na, ich weiß ja gerade noch gar nicht, was für ein Konto so richtig. Okay, dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Na, okay, dann halt nicht. Dummkopf. Tja. Das macht natürlich richtig Logik, mich noch Dummkopf am Ende des Gesprächs zu bezeichnen. Er ruft mich an, erzählt mir gar nicht so wirklich, worum es geht, holt mich überhaupt nicht im Gespräch ab und naja, dann will er das Gespräch halt einfach beenden und nennt mich dann noch Dummkopf, bevor er auflegt. So arbeitet natürlich jede seriöse Firma, ist ganz klar. Na, also ist ja nicht so, als hätte man einen Ruf zu verlieren oder irgendwie dergleichen. Naja, aber hier hat er einfach keine Lust gehabt, irgendwas zu erklären. Und ich weiß auch nicht, wie man auf sowas kommt, aber tja, er scheint seinen Job wohl nicht gerne zu machen, so wie es aussieht. Jetzt habe ich den Herrn Gerold Steiner am Abruf. Ja, bin dran. Herr Steiner, hallo, ich rufe nur kurz durch. Wir haben einen Antrag von Ihnen vor ca. 14 Tagen erhalten zu dem CFD-Handelskonto und bräuchten da noch die Legitimation. Ich wollte auch nur sicherstellen, dass Sie keine offenen Fragen haben. Ja, und was berechtigt Sie da jetzt, mich anzurufen? Einfach nur die Frage, ob Sie an dem Konto weiteren Interesse haben. Ja, aber Sie wissen schon, dass Sie hier nach deutschem Recht ein Double Opt-in brauchen, um mich das zu fragen. Mhm. Okay. Das heißt ich kann es gerne vermerken im CRM, ist gar kein Problem. Nichts anderes sind als eine Betrügerfirma, die einfach die Leute anruft. Oh, das ist aber schlecht. Dann kein seriöses Unternehmen würde hier einfach irgendwo anrufen.
ohne Erlaubnis. Doch, das machen wir regelmäßig. Das ist gar kein Problem. Es gibt es schon seit 30 ja, Jahren. Ja, das spielt ja keine Rolle, ob Sie das regelmäßig machen. Dann machen Sie den Betrug halt regelmäßig. Es ist nein, nicht erlaubt. Nein. Also das Schreckliche hier an diesem Gespräch scheint tatsächlich zu sein, dass das eine offizielle Plattform ist. Ich weiß nicht, ob diese Plattform betrügt, das konnte ich hier nicht so richtig finden und auch keine negativen Bewertungen. Die Firma gibt es auch tatsächlich schon ein bisschen länger. Allerdings die Aussage mit 30 Jahren gäbe es sie schon und sie würden das seit 30 Jahren so ausüben, die Leute einfach anzurufen, ist kompletter Blödsinn, weil A, gibt es die Firma keine 30 Jahre und B, haben wir auch 30 Jahre noch kein wirkliches Internet. Das wäre dann ja in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre gewesen und ihr wisst, Anfang der 90er Jahre war das Internet jetzt noch nicht so geil. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man Anfang der 90er Jahre hier schon eine Plattform hatte und seitdem ruft man hier die Kunden an. Ja, tja, und es scheint hier tatsächlich eine etwas seriösere Seite zu sein. Ich will da meine Hand nicht für ins Feuer zu legen, aber weiß ich nicht. Also, dass man das jetzt so nötig hat, da die Leute anzurufen, ist gruselig, dass es hier tatsächlich scheinbar auch Firmen gibt, die eigentlich nicht Dreck am Stecken haben und dann einfach anrufen und gucken, ob man da nicht noch ein bisschen Geld nachschieben will, weil man das noch nicht getan hat. Tja, ich glaube, es gibt halt leider auch Plattformen, die nicht so gut laufen und die sich dann Maschen eben abgeguckt haben und übernommen haben. Ich weiß es nicht. Moment, Herr Steiner. Ja, nicht Moment. Sie haben hier in Frankfurt einen Antrag für ein Handelskonto gestellt. Über 14 Tage. Sie dürfen mich deswegen aber nicht einfach so anrufen. Ja, haben Sie den Antrag gestellt oder nicht? Der liegt uns nämlich vor. Das spielt keine Rolle, ob ich einen Antrag gestellt habe. Das spielt eine Rolle, ob Sie ein Double Opt-in haben. Und das haben Sie nicht. Was beweist, dass Sie gar kein Problem. Nichts anderes als Betrüger sind. Das ist jetzt Ihre Entscheidung. Das ist nicht meine Entscheidung. Das liegt ja offen auf der Hand. Nein, also das ist ja unlogisch irgendwo. Sie stellen einen Antrag bei uns und sagen uns, wir wären Betrüger. Das ist doch völlig warum? Sie dürfen mich doch gar nicht anrufen. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Sie haben doch einen Antrag gestellt. Ja, das ist deutsches Recht und deutsches Gesetz. Datenschutzgrundverordnung. Das ist gar kein Problem. Ich kann wir können das Gespräch mal doch direkt beenden. Sie machen einfach, Meinung was wollen. Und also, das ist auf jeden Fall nicht seriös, was Sie da gerade tun. Ein Hilfsangebot herstellen. Das ist gar kein Problem. Haben wir gar keinen Stress mit. Ja, das ist auf jeden Fall nicht seriös, was Sie da machen. Wie Sie wünschen, gar kein Problem. Alles gut. Ja, ich wünsche mir ja nichts. Das Einzige, was ich mir wünsche, suchen Sie sich mal schnell einen anständigen Job. Ist gut, Herr Steiner. Alles gut. Ja? Bis dahin, tschüss. Tja, auf jeden Fall hat er es nicht geschafft, sich hier rauszureden. Also, selbst wenn es eine seriöse Plattform ist. Er braucht ein Double Opt-in, wenn er mir was verkaufen will. Und wenn ich da Geld einzahlen soll, damit die daran ihre Provision verdienen, dann ist das eine Art Dienstleistung, das ist ein Geschäft, das ist Werbung. Und dafür braucht er einfach das Double Opt-in, um mich dann auch anrufen zu dürfen. Ja, und das hat er definitiv nicht. Und mal davon abgesehen, kann ich mich auch nicht mal so richtig an die Plattform erinnern. Zumindest habe ich dazu auch keinen Eintrag gemacht und normalerweise notiere ich mir ja auch alles. Ich weiß nicht, woher die meine Daten haben. Es ist auf jeden Fall absolut nicht vertretbar, was diese Firma hier tut. Also selbst wenn diese Firma seriös arbeiten würde, was ich nicht weiß, dann kann man nicht einfach die Leute anrufen und fragen, ob sie nicht mal Geld aufladen wollen. Also es geht einfach nicht. Es ist ja wie, als würde euch eure Bank anrufen und fragen, ob ihr nicht noch irgendwie ein Hauswirtschaftskonto machen wollt und da noch ein bisschen Geld aufladen wollt. Das geht nicht. Also man kann euch nicht einfach anrufen und irgendwelche Werbescheiße machen. Das kann man vielleicht mit einem Berater, wenn man eh schon im Gespräch ist, irgendwie anschneiden. Dann willigt man ja mehr oder weniger dazu ein, denn es ist was anderes. Aber so geht's auf jeden Fall nicht. Spreche ich mit der Band Hockeller, ja? Ja, genau. Ciao, Hockeller. Mein Name ist Nina Ockenfels. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse auf den Finanzmarkt. Sie sind bei uns registriert, ja? Ich habe mich hier gerade auf so einer Webseite registriert. Genau, Sie haben unsere Werbung über Ohren gesehen und über automatische Softwarehandel. Ja? Ja, genau. Genau, das bedeutet, Sie haben Interesse beim dieser Roboter Trading sozusagen, womit alles läuft ganz automatisch, 24 Stunden versichert. Und von Ihrer Seite, Sie kaufen oder verkaufen sollen nicht mehr, ja? Mhm. Sondern, wie gesagt, der Roboter, der Software macht alles für sich, ja. Was hier sehr wichtig ist auch, Herr Hockeler, mit diesem Software, Sie können auch Ihre Investitionen versichern, ja. Ja. Das bedeutet zum Beispiel, Sie haben einen Trade mit Öl geöffnet und Preis von Öl ist runtergesunken, ja. Was ist das? Also,
Wie bitte? Ein Trade? Trade, genau. Was heißt das? Trade ist, also Sie wollen mit Öl handeln, ja? Ja, genau. Genau, also dieses Prozess, ja, wenn Sie handeln mit Öl, ja, heißt ja Trade. Also ja, nur mit Öl, und wenn man mit was anderes handelt, dann nicht. Natürlich doch. Haben wir insgesamt 600 verschiedene Sachen, womit Sie können handeln und anfangen, ja? Ja, und wie würde das heißen, wenn man das mit Bitcoin macht? Also vom Prinzip her hat sie es nicht ganz falsch erklärt, aber zumindest hat sie es so erklärt, dass es kein normaler Mensch versteht. Also man muss sich hier vorstellen, die rufen Leute an, ahnungslose Leute, die keine Ahnung von dem Ganzen haben. Und dann bekommt man hier einfach so eine Luschi-Fuschi-Aussage und da soll man dann sein Geld einzahlen? Naja, aber ich meine, ihr hört es schon am Echo, wir sind wieder in der Firma, die wir schon ganz zu Beginn hatten, die von der ganz besonders seriösen Sorte. Also haben wir auch Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, Indizien, normale Währungspaare, ja? Ja. System ist ganz einfach, ja? Mit diesem Subsidiär, Sie können, also Sie wählen erstmal Ihre gewünschte Produkt, zuerst Sie bekommen alle Informationen von unseren Finanzexperten, zum Beispiel, welche Produkt ist besser für sich, ja? Also welcher Zeitpunkt ist besser verkaufen, verkaufen und so weiter, ja? Bei Ihnen jault da irgendwas im Hintergrund. Ich hoffe, ehrlich zu sagen, Ihre Stimme klingt auch so, sozusagen, also zweimal bekomme ich meine Stimme. Weiß ich nicht, aber ich meine, da im Hintergrund jault irgendwer, als hätte da einer Schmerzen. Ich hoffe, bin ich vielleicht auf Lautsprecher jetzt, oder? Ja, Sie sind auf Lautsprecher. Können Sie, das ist jetzt so sehr schwierig ist, ja, hoffe, bekomme ich zweimal Ihre Stimme. Ja. Ja, okay, einen Moment, warte, ist bitte ganz kurz, ja? Na klar, ich hab Zeit. Das ist aber wirklich nur bei dem Callcenter so. Ja, bin ich wieder hier. Ja, super. Genau, bin ich wieder auf Lautsprecher, Herr Hockele, oder? Na, ich kann den leider nicht ausmachen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Ach so, okay. Dann ja, kann ich so mal also versuchen. Okay, wie gesagt, Herr Hockele, ja, mit diesem Software, Sie können Ihre Investitionen versichern, ja, Sie gehen kein Minus, ja, also Ihre Investitionen, also Sie machen damit keine direkte Verlust, ja, weil, wie gesagt, ja, wenn Sie zum Beispiel haben mit Öl Trade geöffnet und Preis sinkt, ja, sobald das auf Ihre Investition ankommt, Trade automatisch schon mal geschlossen ist, ja. Das bedeutet, im schlimmsten Fall, Sie verlieren Ihre Gewinne, was Sie zum Beispiel vorher als Gewinner gemacht, ja, aber mindestens Sie können Ihre Investition wieder zurückzahlen, also immer zurücknehmen, ja? Ja. Genau. Tja, Hockele, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen bei uns? Mit was für einer Summe soll ich denn einsteigen? Sie entscheiden das selbst, ja, aber minimale Summe ist 250 Euro. Ja, okay, das klingt ja erstmal ganz preisgünstig. Aha, okay. Vor Verifizieren, ja, Hockele, erstmal, wir brauchen Ihre Ausweiskopie, ja, und für Seite und Rückseite. Und Sie können das selbst gerne hochladen, ja. Danach können wir Ihre Handelskonto aktivieren, ja? Ja, Hockele, Sie sind jetzt am Computer, oder? Den würde ich dann anmachen, wenn ich soll. Nein, jetzt brauchen Sie, Herr Hockele, erstmal, jeder unserer Konto muss verifiziert sein, wie gesagt, brauchen wir erstmal Ihre Ausweiskopie vor Identifikation sozusagen und danach kann ich Ihnen dabei helfen, um Ihre Handelskonto zu öffnen, ja? Na klar. Genau. Ja, Hockele, machen wir es so, ja, ich habe Ihre E-Mail-Adresse, ich schicke jetzt da einfach ein E-Mail mit Hallo, ja, dann fotografieren Sie bitte Ihre Ausweis, dann schicken Sie mir bitte als Fotos wieder zurück, ja? Das, aber nicht per E-Mail. Haben Sie da keine sichere Methode? Sie können direkt auf unserem Plattform auch aufladen. Okay, und haben Sie da auch einen Anbieter wie PostEvent oder so? Ein Moment. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, weil auf dem Handy, da habe ich schon so eine App, womit ich das machen kann, über PostEvent. Da habe ich das ja alles schon gespeichert, weil dann geht das viel schneller. Hallo, Herr Patenmach, ja? Patenmach. Nee. Ja, doch. Möchten Sie uns nochmals verarschen?
Noch ein paar Mal, ja. Ich rufe bei euch noch ganz oft an. Oder umgekehrt, ihr ruft ja mich an. Du Arschloch, tschüss. Ja, bis später. Naja, angeblich kann man also bei diesem Callcenter kein Minus machen. Absolut interessant und, naja, seriös. Tja, ich glaube, die Frage hat sich das Callcenter selbst beantwortet mit dem Schlusswort. Weil ich denke, keine vernünftige Firma würde euch, selbst wenn ihr die verarscht, am Schluss noch beleidigen. Dann würden sie euch höchstens sagen, dass man damit aufhören soll und würde euch mit einem Rechtsanwalt drohen, aber man würde euch definitiv nicht beleidigen, wenn das ein ganz seriöses Callcenter gewesen wäre. Aber wir machen weiter. Hello, Bernard? Ja? Hi, this is Mia Walker from Santa Trade. I'm calling regarding the application you left us about the automated trading software. Mhm, und kannst du das auch auf Deutsch? Do you speak English? Nee, ist ein deutscher Kanal. You can speak English? Ja, aber wir sprechen hier auf Deutsch. I don't speak. Just one second. Ja, da musst du mir mal jemanden geben, der Deutsch kann. Weil deutsche Leute auf Englisch zu bescheißen, ist echt kacke. Nicht, dass wir hier noch irgendwie Niveau bekommen oder so. Can you speak a little bit of English? Ja, wir können das auf Deutsch machen. English? Nee. Deutsch. Hol mal da einen, der Deutsch kann. Ihr seid doch da so viele. Meine Güte, begriffsstutzig ist es scheinbar auch. Hallo? Ja, geht das jetzt auf Deutsch oder? Hallo? Hallo? Ja. Tomorrow? Was? Can you? Ja, ich kann warten. Dann hol mir mal einen, der Deutsch kann. Weil ausländische Sprache mag ich nicht so. Ja? Auf Insider. Ja, geht das auch auf Deutsch? No, speak English, but I want to help you. Ja, da musst du auf Deutsch reden, weil sonst geht es nicht. On Monday, someone call you, okay? Ja, nee, auf Deutsch. Yes, speak your Deutsch, yes. Ja, dann los. Okay, talk good? Ja. Good. So, on Monday. Nee, jetzt. No Sunday, Monday. No, warum nicht heute? Beautiful. Aha. Bye bye. Toll. Naja, sehr intelligent. Ja, kommt da jetzt noch was, oder? You still here? Ja, kommt da jetzt noch was? Which day? Kommt da noch einer, oder? Tja, hier haben wir wohl ein Callcenter erwischt, wo am Wochenende wohl nicht auf Deutsch telefoniert wird. Geht denen scheinbar wohl das Personal langsam aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will er ja am Montag nochmal anrufen. Ich bin mal gespannt, ob am Montag die Firma wieder dran ist. Auch wenn ich jetzt hier nicht unbedingt weiß, welche Firma mich angerufen hat. Hat man ja auch nicht gesagt. Aber gut. Fahren wir fort. Da? Hallo, das ist die Telefonzelle. Wie bitte? Ich rufe Sie vor Bernd. Ja, Bernd? Mein Name ist Regina. Ach, und ich rufe Regina. Sie von Saga Trade. Ja, wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut. Und selbst so? Ich bin gut. Also, ich spreche Deutsch ein bisschen, aber Sie registriert für einen Bitcoin-Profit-Konto, genau? Ja. Hier mit Öl habe ich ja mich angemeldet. Ah, Sie sprachen mit einem Manager? Nee, mit Öl. Ich habe mich hier so mit Öl angemeldet. Ah, Sie sprachen mit Mia Walker. Mia Walker. Ja, mit Ihnen. Mhm. Wann kann wir rufen Sie im Deutsch? Im Montag. Was Zeit? Na, ist da keiner da, der Deutsch kann? Und Samstag kein deutscher Sprachmanager, Montag. Ach so, das kann ich ja nicht wissen. Tut mir leid. Ich kann, aber mein Deutsch ist nicht gut. Ja.
Und wo? Also Montag kein Montag nein, no, nein Zeit. Was für ein Ding? Okay, was ist mit morgen? Morgen kann die deutsche Sprache meine Gerufe sie morgen? Ja, aber nicht vor 12. Nicht 12? Also nach 12. Ah, okay. Okay, danke schön für Ihre Zeit, Ben. Jo, klar. Tschüss. Tüdelü. Ja, noch so eine Tante, die wohl der deutschen Sprache nicht mächtig ist und sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Keine Ahnung, warum sie überhaupt angerufen hat, um mir dann zu sagen, sie kann gar nicht richtig Deutsch und mich ruft dann nochmal jemand an. Da hätte man sich auch den ganzen Anruf eigentlich von vornherein sparen können. Das Problem ist halt bei diesen illegalen Callcentern und bei diesen ganzen Betrugsmaschen, man kann die Leute nicht zurückrufen und die Leute rufen auch permanent mit einer anderen Telefonnummer an. Das heißt, selbst wenn der gleiche Mitarbeiter euch 10-mal hintereinander anruft, habt ihr 10 verschiedene Telefonnummern im Display. Es ist ganz, ganz selten so, dass die mit der gleichen gefakten Rufnummer anrufen. Und in jedem Fall kann man die Rufnummern niemals zurückrufen. Es ist immer so. Also wenn euch ein Betrugscallcenter anruft, ihr erreicht die nicht, wenn ihr auf Wahlwiederholung drückt und einfach ja, den Anrufer zurückruft. Das funktioniert einfach nicht, weil die wollen halt eben nicht erkannt werden. Und naja, und so kann man halt eben auch leider nicht an den Rufnummern ausmachen, welches Callcenter denn jetzt gerade anruft. Meistens gehen sie einfach die letzten Ziffern durch. Daran kann man es dann erahnen, ob es das letzte oder ob es das gleiche Callcenter ist. Ja, aber zwischen diesem Anruf und dem vorherigen Gespräch, das war eine ganz andere Nummer, also scheint ein anderes Callcenter zu sein. Wäre auf jeden Fall toll, wenn denen die deutschsprachigen Leute ausgehen, dann können sie in ihrem eigenen Land bescheißen, aber nicht mehr weiter bei uns. Schneider am Apparat, ich melde mich von CTR bezüglich Ihrer Registration für Onlinehandel. Sie sind der Herr Gerold Steiner am Apparat, ist das korrekt? Genau, das ist richtig. Wunderbar. Also wir rufen Sie jetzt an, um mit Ihnen ja Handelskonto zu eröffnen. Und dazu brauchen wir erstmal einige Informationen von Ihnen. Haben Sie denn schon Erfahrung mit Onlinehandel? Nö, eigentlich nicht bis jetzt. Ihr Alter bitte? Mein Alter ist 29. 29. Gut. Was machen Sie beruflich? Beruflich? Ja. Ah ja, okay, das hatte ich akustisch nicht verstanden. Ich bin Müllfahrer. Müllfahrer? Und haben Sie Englischkenntnisse? Nö, gar nicht. Gar nicht. Gut. Gut, zweiter Schritt ist dann, Sie bekommen dann eine E-Mail zugeschickt an diese Adresse gerold.steiner@mbccfun.de. Ja. Und da können Sie dann über einen Link Ihr Startguthaben hinterlegen. Das beträgt 250 Euro. Und im Anschluss bekommen Sie dann einen Account Manager, der mit Ihnen dann alle weiteren Schritte besprechen kann. Gut, ich stelle jetzt die E-Mail zusammen. Und haben Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse momentan? Ich habe ja auch schon eine E-Mail von der Seite. Sie haben schon eine E-Mail erhalten? Ja, sogar zwei. Die erste, da ist irgend so ein Code drin und die zweite mein Passwort, was ich eingegeben habe. Okay. Gut, ich schicke Ihnen jetzt das zu. Was kommt da noch jetzt? Ist ein Link, über den können Sie dann die Einzahlung machen, also eine 250 Euro, was Ihr Startguthaben sein wird. Ach so, weil ich dachte, ich muss das hier auf der Seite einzahlen. Tja, den Link, von dem ihr hier spricht, das ist wieder so eine tolle Crypto-Wallet-Adresse, wo man dann sein Geld neben der Webseite vorbeischleusen soll und sein Geld dann ins Nichts wirft. Aber den Typen, den hatten wir tatsächlich auch schon mal. Und zwar in der letzten Woche mit einem viel, viel längeren Video. Ja, also mir scheint es auch immer mehr so, als würden in diesen Callcentern gar nicht mal so viele deutschsprachige Leute sitzen.
Es ist zwar sehr laut in diesen Callcentern, aber wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Entweder sind die Betrugsmaschen alle aus demselben Callcenter und jeder macht ein anderes Projekt und deswegen hört man da so viele Deutsche im Hintergrund, beziehungsweise Deutschsprechende. Man hört aber auch ganz, ganz oft, dass sich ausländisch unterhalten wird. Vielleicht wird da auch einfach gemischt und in alle Länder gleichzeitig telefoniert. Ich weiß es nicht, aber es ist schon verdächtig, dass man recht oft die gleichen Personen am Telefon hat. Nee, das machen Sie jetzt über einen Link. Ich schicke Ihnen das gerade zu. Sie können dann Ihren Posteingang überprüfen. Guck ich mal. Haben Sie schon zugeschickt? Ja. Oh, dann muss ich mal gucken, ob es vielleicht irgendwo anders angekommen ist, im Spam, weil da ist genau nichts da. Von der Seite habe ich ja schon da so einen Code bekommen. Ja. So, nee, hier ist nichts drin. Nee, noch nicht, aber ich kann ja mal aktualisieren. Genau, mal ein Zimmer. So, dann kommen hier gerade noch so ein paar E-Mails an. Genau, ich habe gerade eine Meldung. Einen Moment Geduld bitte, ja? Bleiben Sie kurz dran, ich kläre was ab. Okay. Tja, er wird jetzt wohl abklären, dass wir schon mal beide miteinander gesprochen haben. Was eine arme Sau, der arbeitet immer am Wochenende. Sind Sie noch dran? So, hallo, ich bin wieder für Sie da. Ich habe jetzt folgende Nachricht. Wir können Ihnen leider kein Handelskonto anbieten. Aufgrund der E-Mail-Adresse haben wir hier die Information, dass Sie kein seriöser Kunde sind oder Interessent sind. Dadurch können wir Ihnen leider kein Handelskonto bei uns anbieten. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, warum geht das jetzt nicht? Das habe ich jetzt nicht. Es wurde aufgrund der E-Mail-Adresse, die Sie benutzen, haben wir ja die Meldung bekommen, dass Sie kein seriöser Interessent sind. Ja, aber was hat das mit der E-Mail-Adresse zu tun? Ja, aufgrund der E-Mail-Adresse ist das so. Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen. Ja, aber Sie können mich doch nicht einfach wegen meiner E-Mail-Adresse ausschließen. Doch, das Recht ist uns vorbehalten, ist auch in den AGBs so geschildert, dass wir, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Klient nicht seriös ist oder nicht passend ist zum Unternehmen, dass wir dann kein Handelskonto anbieten. Das haben Sie aber falsch formuliert. Sie meinen wohl eher jemanden, den Sie nicht betrügen und bescheißen können. Aber das ist gut, danke für den Hinweis. Dann nehme ich das nächste Mal eine andere E-Mail-Adresse. Ich will nicht Stellung zu diesem Aussage nehmen. Weißt du was, Fitzbold? Wir haben sogar beide schon miteinander gesprochen. Tja, kein Geld zu holen, ganz schnell wieder weg. Das ist ja typisch für diese Betrugs-Callcenter. Ja, und hier scheint ihm dann auch aufgefallen zu sein, dass er schon mal angerufen hat. Ich weiß nicht, wie genau, also letztendlich habe ich nur die gleiche Domain-Endung benutzt, allerdings nicht die komplett gleiche E-Mail. Ja, und Leute auszuschließen wegen der E-Mail, weiß ich nicht, macht man jetzt so als seriöses Unternehmen auch nicht so standardmäßig. Was er allerdings tatsächlich darf, also wenn es jetzt eine seriöse Firma ist, hat man natürlich das Recht, Kunden nicht anzunehmen, die man eben nicht möchte. Das ist ganz normal, also auch in Geschäften, wenn man sagt, so, ihr müsst den Laden verlassen, wir wollen euch hier nicht, warum auch immer. Solange man euch keine rassistischen oder beleidigenden Gründe nennt, ist das alles in Ordnung. Ne? Also man muss euch nicht in einem Unternehmen aufnehmen, wenn man das nicht möchte. Und man muss eben euch auch nichts verkaufen. Dazu gibt es keinen Zwang. Naja, machen wir weiter. Hallo? Ja? Guten Tag, mein Name ist Ute Hoffmann. Ja? Herr, ich höre mich doppelt. Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Ich höre mich nicht doppelt. Sind Sie der PSA? Ich kann so nicht sprechen. Tschüss. Rufen Sie nochmal an. Tja, das war eine von der schnellen Sorte. Ich weiß nicht, woher die das Echo haben. Ich habe das jetzt hier mehrfach geprüft. Keine Ahnung, ob das an dem Aufzeichnungsprogramm liegt, das da im Hintergrund läuft und ob manche Callcenter das vielleicht irgendwie technisch erkennen können. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe ganz, ganz oft habe ich hier selbst auf der eigenen Leitung angerufen, auch von einem anderen Anschluss aus. Es ist kein Echo zu hören. Ne? Also ich persönlich kriege hier nie ein Echo auf der Leitung, wenn ich auf der anderen Seite der Leitung selber sitze. Keine Ahnung, aber ist auch egal. Es gibt genug andere, die mit uns quatschen. Guten Tag, hier ist nochmal Heinrich Schneider am Apparat.
Ja, der Heinrich Schneider, den hatten wir ja jetzt hier in diesem Video auch schon und das ist auch der gleiche Typ, wovon ich euch schon erzählt habe, von der letzten Woche mit einem recht langen Video. Ja, ist ihm wohl aufgefallen, dass er mich nochmal angerufen hat. Also ich habe mich tatsächlich nicht nochmal eingetragen, er hat halt einfach nochmal angerufen und hat es dann relativ schnell kapiert, dass er wohl schon mit mir gesprochen hat. Hallo, guten Morgen, Herr Gerold Steiner. Ja? Mr. Steiner, mein Name ist Olivia Allen. Ich rufe von Bitcoin Convert, die Registrierung gemacht, um Bitcoin-Handel machen. Wann denn? Heute. Mein Deutsch ist nicht so gut. Tut mir leid. Sprechen Sie Englisch? Nö, aber warum rufen Sie mich an, wenn Sie kein Deutsch können? Aha, okay. Haben Sie Interesse, um Bitcoin-Handel machen? Ja, ich bin jetzt hier auf so einer Seite, hier die Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich und mit neuen Geheimsystemen. Und da habe ich mich jetzt gerade angemeldet, aber da geht's irgendwie nicht weiter. Also ich bleib hier irgendwie auf der Seite. Okay, ich bin Ihr Account Manager, so ich werde Ihnen helfen, zu Konto aktivieren, okay? Aha, dann sag mal die Seite, wie die heißt. I'm sorry, haben Sie Erfahrung oder das ist die erste Seite? Die Seite, auf welcher Seite soll ich mich denn anmelden? Aha, okay. Mr. Gerold, Minimum Initial Investment, it is 52 Euro. 52 Euro. Aha, yes. First of all, wie alt sind Sie? 29. 29. Okay, 29, ja? Ja, ja. 2, okay. Haben Sie Arbeit? Ja, aber warum setzen die da solche dummen Bratzen wie dich hin? Aha, okay. Tja. Sorry? Ja? Okay, Mr. Gerold. My Deutsch ist nicht so gut. Can you speak English a little bit? Nö, habt ihr... Nee, wir haben ja einen deutschen Kanal hier. Habt ihr da keinen, der Deutsch sprechen kann? Yes, we have a deutschsprachige Kollege, so they will call you back today. Ja, dann gib mir mal einen Intelligenten. Okay, okay. Bye bye. Have a nice day. Aha. Ja, was denn nun? Tja, unfassbar. Aber das sind tatsächlich so Anrufe, die hier übers Wochenende immer reinkommen, und zwar samstags und sonntags. Tja, da arbeiten wohl die etwas intelligenteren Kollegen nicht, die eben der deutschen Sprache mächtig sind. Ich habe keine Ahnung, wie das hier zustande kommt, aber vielleicht gehen den Callcentern hoffentlich wirklich endlich die deutschsprachigen Leute aus und da ist keiner mehr. Weil zu Beginn des Ganzen hier haben wir auf jeden Fall am Wochenende fast nur Deutschsprachige angerufen. Ich weiß es nicht, aber... Vielleicht liegen die alle im Krankenhaus und heulen. Hallo? Ja? Hallo, ich heiße Anna. Ich rufe von Bitcoin. Wie heißt du? Steiner, mein Name, wieso? Mein Name ist Amber. Amber? Ja. Ah ja, okay. Okay, so haben Sie eine Interesse auf dem Bitcoin-Handel? Ja, schon. Wieso? Wie kommen Sie jetzt da drauf? Okay. Ja, was denn? Hallo? Hallo, ja, Tja, vollkommen überfordert und dann schnell wieder auflegen. Genau, das sind mir die richtigen. So, ich habe euch noch einen kleinen Anrufbeantworter mitgebracht oder ja, eine Aufzeichnung. Nichts Besonderes, aber trudelt ja auch immer mal wieder ein. Davon habe ich so 100 Stück in der Woche. Nichts Besonderes, aber das haben wir eben hier, wie gesagt, ganz, 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 ganz oft. Sind dann so Callcenter-Mitarbeiter, wo der Anruf automatisch hochgeploppt ist und die eine Weile brauchen, bis sie das merken, dass da keiner dran ist und dann ja selbst auflegen. Aber hier konnte man eben ganz gut verdeutlichen, was da für eine halbe Diskothek im Hintergrund ist und dass das auch garantiert wieder keiner von der seriösen Sorte gewesen sein kann.
Ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt von den vielen kleinen Teilen auch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Hier kommen momentan jeden Tag neue Anrufbetrugsmaschen. Ja, und wer möchte, kann gerne in die Playlist reinschauen oder hört sich das Video von gestern einfach nochmal an. Vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.